Die Mühlenstraße in Mölln am frühen Morgen des 23. November 1992. Das Haus, in dem Familie Arslan in den oberen Stockwerken wohnt, brennt lichterloh. Großeinsatz der Feuerwehr, die alles versucht, die Menschen in dem Gebäude zu retten. Faruk Arslan verliert in jener Nacht seine Mutter Bahide, seine Tochter Jelis und Nichte Aisha. Für die drei kommt jede Hilfe zu spät. Faruk Arslan war in jener Nacht in Hamburg. Erreicht erst gegen 4 Uhr morgens den Brandort. Er erinnert sich dann an jedes Detail. Das Schlafzimmer von meiner Frau und von mir war hier. Und meine Frau hat den Namuk, meinen jüngsten Sohn, der 6 Monate war, hat sie von da runtergeschmissen. Und die Nachbarn von hier haben sie aufgefangen mit einer Decke. Und dann ist meine Frau von dem Rauch natürlich bewusstlos geworden, ist runtergefallen und direkt hierher, weil die Decke war zu dünn, durch die Decke und hat ihren Steißbein und so gebrochen. Einen Brandsatz warfen die Täter in den Eingang der Straßenseite des Hauses, einen anderen in den Heizungsraum auf der Rückseite. Dort waren die Zimmer der Mutter und der Nichte, die verzweifelt versucht haben müssen, mit ihren Angehörigen dem Brand zu entkommen. Hier in diesem Zimmer, das ist ein Zimmer, da ist meine Tochter und meine Nichte drin verstorben. Die sind in dem Brand, sind die in dem Zimmer umgekommen. Und mein Sohn Ibrahim, meine Mutter hatte ihn ja damals im Kühlschrank gesteckt gehabt. Sie hatte sich gerettet und ist wieder hochgekommen und hat Ibrahim genommen und in den Kühlschrank, die Kühlschrank rausgeholt alles und hat ihn da reingesteckt mit der Decke. Und so rettet Bahide Arslan ihren Enkel. Feuerwehrleute können ihn aus dem Kühlschrank holen, bevor er erstickt. Die Mühlenstraße in Mölln wenige Stunden nach dem Anschlag. Die kleine Stadt steht unter Schock. 3 Menschen sind tot. Zur Trauer um die Toten gab es damals viele Gerüchte in Mölln, erinnert sich Faruk Arslan, der fassungslos am Brandort steht. Waren die Täter Neonazis? Aus aller Welt sind Journalisten vor Ort, berichten über den gewaltsamen Tod der 3 Menschen in der norddeutschen Kleinstadt. Michael Kramers berichtet für das ZDF. Es war natürlich auch dann eine Atmosphäre hier in Mölln damals, dass auch alles wild durcheinander ging, auch an Spekulationen, was es gewesen sein könnte. Aber man hat natürlich das Schlimmste befürchtet, dass es sich um einen rechtsextremen Anschlag von Neonazis handelt. Ja. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt in jenen Tagen. In vielen Städten gibt es nach Mölln Demonstrationen gegen Neonazis. Auch weil durch eindeutige Zeugenaussagen schnell klar wird, dass die Brandanschläge tatsächlich einen rechtsextremen Hintergrund haben. So weiter. Das war schon eine sehr bedrückende und beklemmende Atmosphäre, auch weil natürlich diese Ungewissheit über die Täter dann war in den ersten Tagen, dass man nicht wusste, wer war es und warum und wie kann sowas sein und der rechtsextreme Hintergrund und natürlich auch die Sorge darum, dass Mölln natürlich mit diesem Anschlag dann auch verbunden ist, obwohl es hier natürlich viele rechtschaffende Menschen gibt, die damit nichts zu tun haben. Fast vergessen ist, dass es in der Brandnacht in Mölln 2 Anschläge gab. Im ersten Haus in der Ratzeburger Straße wurden 9 Menschen türkischer Herkunft teils schwer verletzt. In der Mühlenstraße brannte es dann wenig später. Für beide Anschläge sind am Ende dieselben Täter verantwortlich. Familie Arslan wohnt längst nicht mehr in Mölln. Faruks damals 7-jähriger Sohn Ibrahim, der von seiner Oma gerettet wurde, erinnert sich kaum noch an die Nacht. Also ich kann mich an brennende Töpfe erinnern und dass mich Feuerwehrleute aus dem Haus rausgenommen haben. Und dann bin ich neben meiner Mama im Krankenhaus aufgewacht. Also das sind die Erinnerungsteile, die ich von damals habe. Das, was mich am meisten erschüttert hat, war, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Und als ich vor dem Haus stand mit 7 Jahren, musste ich mir ganz lange die Frage stellen, warum? Warum ist das meiner Familie zugestoßen? Ibrahim kommt nur noch zu den Gedenkfeiern nach Mölln. Ansonsten engagiert er sich gegen rechts, geht auch in Schulen, um dort seine Geschichte zu erzählen, damit so etwas wie in Mölln nicht noch einmal passiert. An diesen Tagen haben wir Opfer und Überlebende die Chance, unsere Perspektive, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsucht einfach in die Öffentlichkeit zu rücken. Und das ist unsere Geschichte. Die Möllner selbst versuchen irgendwie mit den Ereignissen umzugehen. 3 Tote, wochenlang weltweit in den Schlagzeilen. Seit den Brandanschlägen gibt es jedes Jahr Gedenkfeiern.
Mölln war ja auch besonders im Fokus, weil da zum ersten Mal Tote zu beklagen waren bei den ganzen Anschlägen, die seinerzeit dann ja vonstatten gingen. Und insofern hat Mölln da immer eine besondere Rolle gespielt. Und Mölln war ja auch, hat daraus ja dann auch die damals schon Gendinieren gezogen, hat ja sehr früh auch diesen Verein Miteinander Leben gegründet. Es hat Protestmärsche gegeben. Wir haben uns ja die ganze Zeit seitdem immer wieder bemüht, auch in den Schulen vor allem daran zu erinnern. Mölln im November 2017. Nach 25 Jahren wollen hier nicht alle an die Ereignisse erinnert werden und noch viel weniger offen darüber reden. Eine Gedenkstätte kann ja ruhig sein, warum nicht? Aber es ist schon so lange her, also ob das immer so aufgewärmt werden muss, möchte ich bezweifeln. Das kann man eigentlich nicht vergessen und darf man auch nicht vergessen. Und wenn das Gedenken ist jedes Jahr, dann trifft man sich auch in der Moschee, in der Anlaufstätte und dann wird ein Gebet gehalten und der Imam spricht. Also es ist Thema, immer. Und die beiden Attentäter? Die zwei als Neonazis bekannten Männer gerieten schnell in Verdacht. Vor allem durch die Aussage eines 9-jährigen Mädchens. Beide gestanden im Polizeiverhör, widerriefen die Geständnisse später aber im Prozess. Am 8. Dezember 1993 wurde der 19-jährige Haupttäter zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der 25-jährige Mittäter bekam lebenslang. Die beiden Attentäter sind längst wieder frei, weil sie ihre Strafe verbüßt haben. Faruk Arslan versucht irgendwie mit der Erinnerung umzugehen, aber es fällt ihm sichtlich schwer. Wenn ich vors Haus gehe, dann sehe ich meine Mutter, meine Tochter, meine Nichte. Aber am meisten freue ich mich, wenn ich vor dem Haus bin, weil die Erinnerungen von meiner Mutter da weiterleben. Und wenn ich da stehe, denke ich, dass sie mich sieht und dass sie was hinterlassen hat. Das, was sie früher gemacht hat, dass ich das weiterführe. Und es ist für mich eine Ehre, vor dem Haus zu stehen. Weil ich weiß, dass meine Mutters Geist da überall ist und wenn ich in der Nähe bin, dass sie sich freut. Und deswegen ist es für mich sehr schwer, da zu stehen, aber es ist auch für mich eine Erleichterung. Mölln, die Kleinstadt im Süden Schleswig-Holsteins. In der Mühlenstraße das Haus, in dem Familie Arslan wohnte. Eine schlichte Gedenktafel am Eingang erinnert an Wahide Arslan, ihre Enkelin Jelis und Ayşe Yılmaz. Die Nacht zum 23. November 1992. Zwei Neonazis setzen das Wohnhaus der Familie Arslan in Brand. Es ist der erste Brandanschlag in Westdeutschland nach der Wende, bei dem es Tote gibt. Es ist wie eine Wunde, also es ist permanent wund. Es ist ein Thema, das wehtut. Und das bricht natürlich zum Jahrestag immer ganz besonders auf. Ich weiß noch genau, dass ich an dem Abend gedacht habe, es bleibt irgendwie nichts, wie es vorher war. Auch heute will er seine Schüler sensibilisieren und die Erinnerung weitergeben. In einer Möllner Gemeinschaftsschule hat Jörg Rüdiger Geschke mit seiner 10. Klasse Filme geschaut, Bücher gelesen und eine Ausstellung besucht. Heute leben ungefähr 500 Menschen mit türkischen Wurzeln in Mölln. In den vergangenen Jahren hat die Stadt außerdem 450 Flüchtlinge aufgenommen. Das Zusammenleben sei völlig normal. Mölln sei kein Ort der Ewiggestrigen, betont der Bürgermeister. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist eben Fakt und wir müssen damit umgehen, wir werden damit umgehen, wir erhalten das Gedenken daran aufrecht. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Dennis Arslan führt heute Schüler aus Nordrhein-Westfalen durch Mölln. Er hat den Brandanschlag als 7-Jähriger überlebt, fühlt sich dadurch verpflichtet, die Geschichte der Opfer wachzuhalten und andere daran zu erinnern. Es ist halt blöd zu wissen, dass man das überlebt hat und die anderen das nicht überlebt haben. Weil ich bin seit dem Tag an auch zum Überleben verurteilt worden. Und ich muss jeden Tag damit kämpfen, warum ich das überlebt habe und meine Oma nicht. Für mich ist es aber wichtig, einen gesellschaftlichen Beitrag dann zu leisten. Jörg Rüdiger Geschke gibt sein Wissen nicht nur an seine Schüler weiter. Um aufzuklären, hat der Politik- und Geschichtslehrer kurz nach der Brandnacht den Verein Miteinander Leben gegründet. Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Hier in der Gegend muss man sich damit auseinandersetzen. Und das sollten wir tun. Genauso wie nicht jeder war Nazi, auch wenn er Deutscher war. Und natürlich muss er sich trotzdem damit auseinandersetzen. Mölln, 25 Jahre nach dem Brandanschlag. Auch heute ist die Stadt immer noch gezeichnet von den Ereignissen in jener Novembernacht. Ja, mein Kollege Torben Dreyer begleitet das Gedenken heute. Wie geht die Stadt denn 25 Jahre nach dem Anschlag damit um?
Also wir waren ja die ganze Woche hier schon vor Ort und wir haben gemerkt, diese Stadt ist zerrissen. Das haben wir beim Bürgermeister gemerkt. Der hat das gesagt, wir müssen das aufarbeiten. Wir müssen das richtig aufarbeiten, damit sowas einfach nie, nie wieder passiert. Und das ist ja gerade in Zeiten, das haben die hier auch nochmal gesagt in Mölln, extrem wichtig, weil Rechtspopulisten, die haben natürlich hier bei den letzten Wahlen auch nochmal enorm zugenommen. Und auf der anderen Seite sind da viele Menschen, das haben wir heute tatsächlich auch überlegt, als wir hier durch die Stadt gegangen sind, die wollen gar nicht so richtig darüber reden. Die sagen, Mölln, das ist nicht synonym, wenn sie denn überhaupt reden, das ist nicht synonym für Fremdenfeindlichkeit und gar nicht für Hass. Und der Bürgermeister beispielsweise, der hat auch gesagt, wir wollen eine weltoffene Stadt sein und wir wollen das auch nach außen transportieren, denn Mölln ist ja zum Beispiel auch bekannt für den Narren Till Eulenspiegel. Was ist denn heute noch geplant? Also die offizielle Gedenkveranstaltung, die wird um 17 Uhr beginnen. Das ist hier in der St. Nikolai-Kirche. Danach wird es einen Trauermarsch geben, unter anderem dann auch mit Ibrahim Arslan, der ja damals diese schrecklichen Brandanschläge überlebt hat und nur diese überleben konnte, weil seine Oma ihn damals in Tücher wickelte und in der Küche versteckte. Um 18 Uhr kommt er dann hier an, zusammen mit dem türkischen Botschafter unter anderem auch, und wird einen Kranz niederlegen. Und diese geladenen Gäste kommen dann um 19 Uhr nochmal in einem Hotel hier in der Nähe zusammen und wollen dann an diese Brandanschläge erinnern, wollen drüber reden, weil sie sagen, das ist eine Wunde, die muss verheilen und bisher ist es eine Narbe. Danke, Torben Dreier aus Mölln. Und ich bitte, die teils schlechte Bildqualität zu entschuldigen. Es ist wie eine Wunde, also es ist permanent wund. Es ist ein Thema, das wehtut. Und das bricht natürlich zum Jahrestag immer ganz besonders auf. Ich weiß noch genau, dass ich an dem Abend gedacht habe, es bleibt irgendwie nichts, wie es vorher war. Für ihn ein Schock, der bleibt. Und deshalb will der Lehrer auch seine Schüler daran erinnern. Heute unterrichtet Jörg Rüdiger Geschke dort Politik, wo einst einer der Attentäter zur Schule ging. Er will die Zehntklässler sensibilisieren. Ich war auf Reisen und habe gesagt, ich komme aus Mölln. Und dann sagt einer, ach, das ist doch die Stadt wo? Es muss noch eine andere Qualität haben, als nur, es steht was im Geschichtsbuch. Und das müsst ihr jetzt auswendig lernen für den nächsten Test. Wir müssen eine persönliche Betroffenheit erzeugen und daraus vielleicht ein persönliches Engagement mitentwickeln, hervorbringen. Dann können wir was ändern. Sogar Ibrahim Arslan haben sie getroffen. Er hat vor 25 Jahren den Brandanschlag überlebt, eingewickelt in ein feuchtes Handtuch. Auch das haben sie erfahren, da durfte aber keine Kamera dabei sein. Ich fand es beeindruckend, dass er überhaupt zurück in die Stadt gekommen ist, wo das alles passiert ist. Ein bisschen nachdenklich und auch ein bisschen bedenken, dass es heutzutage wieder passieren kann. In Mölln waren die Arslans fest verankert, erzählt Geschke seinen Schülern. Jahrelang hatte die Familie in der Innenstadt einen Imbiss. Noch heute leben in Mölln ungefähr 500 Einwohner türkischer Herkunft. In den letzten Jahren hat die Stadt außerdem 450 Flüchtlinge aufgenommen. Das Zusammenleben sei friedlich. Mölln sei kein Ort der ewig Gestrigen, betont der Bürgermeister. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist eben Fakt und wir müssen damit umgehen. Wir werden damit umgehen. Wir erhalten das Gedenken daran aufrecht. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Fremdenfeindliche Äußerungen hört Jörg Rüdiger Geschke in seinem Unterricht nicht. Jedenfalls nicht laut. Also ich könnte jetzt Geschichten erzählen. Natürlich bricht sich das manchmal Bahn, dass plötzlich solche Äußerungen, die wir als potenziell oder auch offen fremdenfeindlich empfinden, auch im Unterricht getätigt werden. Das ist auch gut so, weil dann können wir darüber reden. Ressentiments. Was sind das für Leute? Also irgendwie. Das ist auch die schwierigste Karte. Man geht vorbei oder so und man, so scheiß Flüchtlinge oder sonst was. Und ich meine, meine Eltern leben schon richtig lange hier und man kann halt dagegen auch antworten und so, aber das wird halt nicht, glaube ich, aufhören. Um aufzuklären, hat der Politik- und Geschichtslehrer kurz nach der Brandnacht den Verein Miteinander Leben mitbegründet. Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Das ist hier passiert und hier in der Gegend muss man sich damit auseinandersetzen. Und das sollten wir tun. Genauso wie nicht jeder war ein Nazi, auch wenn er Deutscher war. Und natürlich muss er sich trotzdem damit auseinandersetzen. Und das müssen wir tun. Und das können wir auch mit nach vorne gewandt, mit Stolz tun. 25 Jahre nachdem Jörg Rüdiger Geschke in der Brandnacht an diesem Haus vorbeigefahren ist, ist die Wunde in Mölln noch immer nicht verheilt. Doch die Stadt lernt, mit der Narbe zu leben. Die Nacht zum 23. November 1992. Zwei Neonazis setzen das Wohnhaus der Familie Arslan in Mölln in Brand. Drei Frauen sterben.
Der erste Brandanschlag in Westdeutschland nach der Wende, bei dem es Tote gibt. Genau, die gehen jetzt. Ibrahim Aslan überlebt den Brandanschlag als Kind nur knapp, weil seine Großmutter ihnen nasse Tücher wickelte. Sie stirbt im brennenden Haus, genauso wie seine 10-jährige Schwester und seine 14-jährige Cousine. Also es ist halt blöd zu wissen, dass man das überlebt hat und die anderen das nicht überlebt haben. Weil ich bin seit dem Tag an auch zum Überleben verurteilt worden. Und ich muss jeden Tag damit kämpfen, warum ich das überlebt habe und meine Oma nicht. Zum 25. Jahrestag kommt er mit einer Schülergruppe aus Nordrhein-Westfalen nach Mölln, spricht über die Geschehnisse von damals. Bis heute leidet Ibrahim Aslan an einem ungeklärten chronischen Husten, eine Folge der Brandnacht. Zum heutigen Gedenken hat sich auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung angekündigt, die vor einem Nachlassen im Kampf gegen den Rechtsextremismus warnt. Die Stadt Mölln hält die Erinnerung an die Brandopfer wach. Für den Bürgermeister eine Wunde, die bleibt. Es ist ein Teil unserer Geschichte. Es ist eben Fakt und wir müssen damit umgehen. Wir werden damit umgehen. Wir erhalten das Gedenken daran aufrecht. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Ibrahim Aslan will weiter gegen Fremdenhass kämpfen und das Gedenken an seine verstorbene Familie bewahren. Kranzniederlegung in Mölln heute Abend. Zum Gedenken an die Opfer versammeln sich Verwandte, Freunde und Politiker in der Mühlenstraße. Die Nacht zum 23. November 1992. Zwei Neonazis werfen Brandsätze in dieses Haus in der Ratzeburger Straße. Sechs türkische Familien können sich hier durch die Fenster retten. Danach sind zwar viele Familienangehörige schwer verletzt, überleben aber. In der Mühlenstraße zünden die gleichen Täter kurz danach dieses Haus an. Hier lebt die türkische Familie Aslan, die Großmutter der Familie und zwei kleine Mädchen, 10 und 14 Jahre alt, sterben. Ibrahim Aslan ist damals 7 und überlebt nur, weil seine Großmutter ihn in feuchte Handtücher wickelt. Heute führt er eine Schulklasse aus Nordrhein-Westfalen durch Mölln. Es ist halt blöd zu wissen, dass man das überlebt hat und die anderen das nicht überlebt haben. Weil ich bin seit dem Tag an auch zum Überleben verurteilt worden. Und ich muss jeden Tag damit kämpfen, warum ich das überlebt habe und meine Oma nicht. Für mich ist es aber wichtig, einen gesellschaftlichen Beitrag dann zu leisten. Es waren die ersten fremdenfeindlichen Anschläge nach 1945, bei denen wieder Menschen starben.